Juhu, und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Im letzten Part sind wir in der Hölle angekommen, aka Atlantis. Zumindest heißt das Level so. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt nicht zu sterben, sondern zu diesem Tor rüberzukommen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir zu diesem Hebel kommen. Den Sprung hier rüber schaffen wir definitiv nicht. Und wenn wir hier drauf springen, dann rutschen wir in den Tod. Deswegen springen wir einfach hier oben drauf. Ich habe mir schon überlegt, wie man das machen könnte. Das habe ich im letzten Part schon Ende gesagt. Wir springen jetzt einfach von Step by Two Step. Genau. Wow, das war wirklich knapp. Wo kam das her? Wo kam das her? Ah, da ist noch eine coole. Ja. Das ist echt schön. Wir müssen dahin springen, okay. Beziehungsweise genauer gesagt, müssen wir jetzt ein Feld weiter und uns eigentlich nur ein Feld, also so ein Seitwärtssprung. Springen! Ja. Das machen wir nochmal, ne? Sie ist einfach nicht richtig. Sie ist zwar gesprungen, ja, aber nicht richtig. So. Warum? Ich habe doch eigentlich W gedrückt, guys. Clever, please. Doch, warum macht sie das denn nicht mehr? Was ist denn los? Ich drücke die W-Taste zum Springen. Würdest du denn auch bitte springen, wenn ich möchte, dass du springst? Danke. Ich bin mir jetzt ganz gewagt und sage, wir springen gleich zwei weiter. Weil wir, oben ist ein Secret. Da oben ist ein Secret. Ich sehe es jetzt erst. Da geht's auch weiter. Na komm, der war noch. Oh, das war zu weit. Ist doch was. Bam. Munition. Oh Gott, hier ist nämlich übelst pulsieren. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme so gut zu hören ist. So. Das heißt, ich werde mich jetzt hier. Das Ziel, so ein bisschen. Ja, jetzt bin ich hier. Und werde jetzt ganz waghalsig versuchen, darüber zu springen. Mit Anlauf natürlich, ne? Genau, mit Ansage. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß einfach echt nicht, ob ich es schaffe. Yes, Mann! Ich kann hier nicht laufen. Hier ist eine unsichtbare Wand, what the fuck? Hier ist eine unsichtbare Wand, was soll denn das? Ich dachte, ich hätte das Spiel halt wieder geglitscht. Aber. Da ist eine unsichtbare Wand drin, einfach so. Halt auch nicht ab. Ich kann hier einfach.
Nee, das funktioniert einfach nicht. Unsichtbare Wand for the win. Na egal. Oh Gott, das ist... Dieses pulsierende Geräusch ist echt schlimm. Hopp. Jupp. Ich dachte halt, es wäre das Medipack, aber... nicht das Medipack, es wäre der Schalter. Ist er aber offenbar nicht. Und damit geht der Schalter. Irgendwas geht da auf, ne? Tür, dass man nicht mehr sieht, was wo aufgeht. Wie vor allem nichts von. Da ist jetzt Lava drinne anstatt Stacheln. Allein sind Lava-Bälle drinne. Aber irgendwie ist. Hat der Schalter nicht direkt gebracht, kann das sein. Außer, dass man da unten so ein bisschen die Lava durchglitschen sieht. Sieht jetzt aus diesen roten Streifen da? Ja, das sieht man in der Aufnahme. Ja, ich habe jetzt einen Schalter betätigt, der gegen jegliche Erwartung keine der Dinge in diesem Raum geöffnet hat. Ich bin vielleicht ein bisschen zu weit gesprungen. So leicht. Aber nur so ein bisschen. Semi. Das ist sogar auch so ein Sprung, den ich mit Festhalten schaffen kann. Oder auch ohne. Nein, das ist echt so. Das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Das ist einfach eine Wand. Ich könnte mir dann vorstellen, dass ich in den Raum zurück muss, aus dem ich herkomme. Ja, dann gehen wir mal zurück, ne? Also der Hebel hat ja scheinbar nichts groß bewirkt, zumindest nicht. Oh, hier ist was. Wo kommt das denn her? Kommt, war der vor uns auch schon da? Oh, Lava, du dumme Kuh. Ich drücke jetzt einmal nach oben. So genau eh, damit sie dich ransaugt. Ah, ja, jetzt ist die Tür. Okay, ich sag nichts. Ich sag nichts. Ja, aber würdest du bitte... Wo kommt denn dieser Schalter her? Na, ist egal. Es ist eigentlich ist auch total egal. Wir gehen jetzt hier hoch und machen den Spaß nochmal. Immerhin kommen uns jetzt, wie über dieses Feuer durchglitscht, keine Lava-Brocken mehr entgegen. Sollte zumindest nicht. Macht zumindest keinen größeren Sinn, dass es passiert. So, jetzt ist die Tür offen, ne? Oh, dieses pulsierende Geräusch. Gib mir einen Puls gleich hoch, hier in Atlantis. So, wunderbar. So. Hey, die war eben. Oh, das ist auf Zeit. Das ist auf Zeit. What the fuck? Das ist auf Zeit. Der Scheiß ist auf Zeit, was soll denn das?
Geh hoch, geh hoch! Alter, du dumme... Und tot. Ah, Lever, 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 Lever. Ich bin da eigentlich schon relativ fix drauf. Bäm, ich bin dran. Okay, wunderbar. Wie viel Zeit hätte ich noch gehabt? Wie viel Zeit hätte ich noch gehabt? War ich vorhin echt zu langsam? Scheinbar. Oh. 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 Sieht nicht so nett aus, muss ich mal jetzt ehrlich sagen. Diese Tür geht jetzt mag ich auf, kann das sein? Hey! Lasst uns doch von Magma zu Magma springen. Nein, eher nicht so. Okay, dann versuchen wir mal hier den superprozentigen 1%-Sprung. Eigentlich ist es ein bisschen... Es könnte so ein bisschen mehr als 1% sein. So. Yay. First try and go. Ja, 600 könnten fast bis zum Ende des Spiels. Mehr als 600 sollten sie sein. Ich will eigentlich nur sehen, dass Leute wirklich wetten, wie viel Saves ich brauche. Hey, lass uns da dran springen und den Hebel betätigen. So. Könnt ihr noch differenzieren von Save, die ich gebraucht habe? Und Safe, die ich einfach nur gemacht habe, weil Panik und das gute Gefühl. Ich glaube, davon gibt es welche auf jeden Fall. Und Safe, die ich gemacht habe, aber ich die ich dann später nochmal gemacht hatte. Ach. Also ein Schritt vor Safe nächstes Mal. What happens if I push this? Dinge passieren. Jetzt bin ich hier super, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Auf jeden Fall muss ich offenbar diesen scheiß Feuerraum, den wir schon gesehen haben. Aus Anniversary, der quasi der Grund war, dass Anniversary mich einfach gestorben ist, weil dieser Raum existiert. Weil dieser Raum einfach der Inbegriff ist von... Nein. Es ist nicht Dark Souls, es ist Tomb Raider. So. Da ist es. Und man schwimmt hier besser als in Anniversary und hat auch deutlich mehr Luft, by the way. Weil man auch schneller schwimmt. Genau, jetzt sind wir oberhalb des Raumes. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken! Aber schön, dass ich immer total cool und elegant hier durchlaufe. Hätte ich gerade von den 400 geschubst. Die Antwort ist ja.
Schieß! Du kriegst auch ein großes Medipack von mir. So. Das ist zum ersten Mal, dass die fliegenden Viecher überhaupt Schaden gemacht haben, wollte ich nochmal sagen. Was ist wieder so ein 1% Sprung, kann das sein? Spring! Aber dieser Raum ist deutlich besser als in einer Anniversary. Deutlich besser. Dieses auf Zeit-Puzzles-Bullshit mit schlechter Steuerungsgedöns nicht habe. Oh nö, ich sehe schon die ganzen Blubberblasen. Da komme ich her, ne? Ja, da komme ich her. Da ist der Raum, okay. Also quasi die lösen das hier mit, da ist ein Raum nebenan, wo man dann mit Wasserrätsel und Puzzle und sowas weiter arbeiten, langsam hochkommt. Finde ich ja persönlich besser. Oh, man muss ja wirklich sehr viele Türen öffnen, kann das sein? Ich kann nicht zufällig hier rüber, ne? Nö. Okay, auf jeden Fall sehe ich da jetzt einen Hebel. Also wenn ich hier hochgehe, wird Folgendes passieren. Blubberblasen werden platzen. Oh, das... Jeder Hebel bewirkt, dass eine Tür zugeht. Oh, das sind 6 Hebel, 6 Türen. Mm. Das bewegt sich. Okay. Na komm, geh auf. So, nächste. Man kann ja auch relativ, wenn man Platz hat, kann man halt seitwärts springen und versuchen, diesen Kugeln auszuweichen. Und die nächste Tür geht auf. Welches Teil bewegt sich jetzt? Keins, okay. Dann machen wir... Lever. Lever, danke. Hey, über mir ist mir auch so ein Teil... Das hier auf. Okay, dieser Hebel bewirkt nur, dass ein Vieh rauskommt. Gut zu wissen. Dann erstmal so frei Vermutung, dass das auch ein richtiger Hebel ist. Ja. Und bei der Mitte viel zu. Der Hebel in der Mitte ist viel zu offensichtlich, ja. Ich meine, wir haben diesen großen, demonstrierten, riesigen Hebel. Nein, haben wir eigentlich nicht. Wo geht's eigentlich hier? Schnappen wir uns mal noch die Munition. Das heißt, wenn das ein nur ein Fake-Hebel ist, der hinten in der rechten Ecke, dann ist das wahrscheinlich der andere richtige Hebel. Na komm. Komm zu, Onkel. Nee, Tante Lerber. Die Tür auf, ich glaube ja. Nein, verdammt. Hm.
Ah, ich hasse diese Viecher. Also ein Miese. Das ist der letzte, ne? Den letzten haben wir mit Uzi rum, habe ich gerade beschlossen. Nein, wie schön das Medipack, danke. Was ist das denn? Der drängt mich halt in die Ecke, der scheiß Arsch. Bitte sag mir, dass alle Türen offen sind. Nein, warum ist denn die eine Tür nicht offen? Ich habe eigentlich alle Türen gedrückt. Oh, der Arsch. Hab ich einen übersehen? Ich glaube nicht, dass bei Tomb Raider sowas gibt wie, ja, du musst alle Gegner im Raum besiegt haben, damit eine Tür aufgeht. Ich glaube, das gibt es ja gar nicht. Das habe ich eigentlich schon oft genug bewiesen. Ich habe Larsen habe ich nicht getötet. Ein paar andere Gegner habe ich auch übersprungen. Tja, jetzt haben wir zwei Hebel, die nur bewirkt haben, dass Monster erscheinen. Bin ich irgendwie nur semi-gut. Ja, ich habe aber jetzt schon einen Hebel gedrückt. Nein, der ist nicht gedrückt. Warum habe ich den nicht gedrückt? Warum habe ich den nicht gedrückt? Stimmt, ich stand nur davor. Ich habe ihn aber nicht gedrückt gehabt. Na, ist egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall alle. Ein gewichtetes Medipack. Das wollte ich nicht. Ich wollte wunderschönen Kopfsprung machen. So, so. So. Auf jeden Fall nicht total ekliges organisches Material, an dem wir vorbeilaufen. Nein, wer würde denn sowas sagen? Schauen wir erstmal kurz hier drüben, was da ist. Oh Gott, sieht so eklig aus. Uah. Ah, okay, eine Art Weg zurück, wahrscheinlich. Das ist eine Art Rückweg irgendwann. Ja. Und jetzt ist da der Weg versperrt. Ich habe jetzt aber nicht die Möglichkeit, ich muss also da rein auf einen anderen Weg. Achso, wenn wir hier reinkommen, muss man ganz schnell auf die andere Seite rüber rennen, sehe ich das richtig? Warte. Ich habe die Hebelmechanik umgekehrt, das ist super lustig. So, also hier reinkommen muss ich ganz schnell auf die andere Seite rüberspringen.
Was etwas schwierig ist. Bäm, aber halt nicht unmöglich. Vermutlich habe ich einen Raum irgendeinen Secret Pass, das passiert schon mal. Ich habe alle Waffen und viel Munition und das reicht mir jetzt. Oh, nicht diese scheiß Viecher. Ha, das kann sich nicht wehren, perfekt. So. Wunderbar. Perfekt. Wunderbar. 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 So, ich merke, ich vergesse voll die Zeit. Ist echt krass. Ist ja so wie für die 26 Minuten. Hahaha. Ich bringe das noch beim nächsten Mal rüber, würde ich sagen. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Durch den Todesgang, der nicht so tot ist. Nicht so tödlich ist. Bis dahin. Tschüss.